Moin und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Spiel des FC St. Pauli gegen Arminia Bielefeld am Sonnabend um 13 Uhr am Millerntor. Das Stadion ist einmal mehr ausverkauft. Es gibt noch einige wenige einzelne VIP-Plätze. Ansonsten ist aber alles wie gewohnt weg. Auch der Auswärtsbereich ist komplett ausverkauft. Wir haben heute bei dieser Pressekonferenz einige Gäste. Heute ist der sogenannte Boys and Girls Day. Wir begrüßen hier einige jüngere Vertreterinnen, die sich vielleicht auch zu Wort melden. Wir werden es sehen. Wir haben auch in der Medienabteilung des FC St. Pauli drei Gäste. Einer wird gleich das Mikrofon übernehmen. Außerdem werden unsere neuen Mitarbeiterinnen heute unsere neue App testen, die wir heute veröffentlichen werden, die neue FC St. Pauli App. Dazu werdet ihr später noch eine Pressemitteilung bekommen. Ja, und das war's dann, glaube ich, auch schon für die Vorrede. Ich begrüße ganz herzlich unseren Cheftrainer Fabian Hürzeler und würde mit der Frage starten, was du denn von dem Gegner am Sonnabend erwartest von dem Spiel. Ja, moin zusammen. Ich glaube, mit Bielefeld erwartet uns ein ähnlicher Gegner wie Braunschweig, die wahrscheinlich auch tief stehen werden und dann umschalten werden über ihren Zielspieler Klos, der ein unheimlich guter Wandspieler ist, der die Bälle gut festmacht, der die Bälle dann auch ablegt für die nachrückenden Spieler mit Hack, Okugawa, die extrem schnell sind, in Real sehr, sehr gut, gutes Dribbling, guter Abschluss. Und dann im Zentrum finde ich, dass sie sehr, sehr laufstark sind, Konzbruch, der wieder nachrückt, mit in die Box geht. Also es wird sehr wichtig sein, dass wir nicht denselben Fehler machen wie gegen Braunschweig, dass wir ja, den Spielaufbau strukturiert gestalten, dass wir gut im Gegenpressing sind, dass wir mehr Lösungen finden als wir gegen Braunschweig, weil es wird wieder ein kompakter Gegner sein, der gut steht in der Defensive, der sehr geringe Abstände zueinander hat und deshalb ja, werden wir uns vorbereiten, werden versuchen, Lösungen mit dem Ball zu finden und werden natürlich auch versuchen, das erste Tor zu schießen, weil ich glaube, dass das erste Tor in diesem Spiel sehr, sehr wichtig sein kann. Okay, vielen Dank. Damit zu euren Fragen. Bitte um Handzeichen. Nils Weber von der Hamburger Morgenpost. Fabian, ich glaube, Stimmung ist in dieser Woche nochmal ein wichtiges Thema. Wie hast du die Stimmung in deiner Mannschaft wahrgenommen, auch gerade nach dem Freitag und dann dem Wochenende danach? Die Stimmung war anfangs der Woche natürlich nicht optimal, was, glaube ich, selbstverständlich ist. Trotzdem, wir haben das Ganze aufgearbeitet, wir haben es angesprochen, wir haben die Fehler angesprochen, wir haben aber auch ganz klar angesprochen, was sehr positiv war und wir haben auch gesagt, dass das Ganze eher zu einem Prozess dazugehört und dass wir jetzt weiter nach vorne schauen, dass es immer noch 15 Punkte zu holen gilt und so haben wir dann auch geschafft, ja, die Köpfe wieder nach oben zu bekommen und uns aufs nächste Spiel zu fokussieren, weil, wie gesagt, es sind immer noch 5 Spiele, immer noch viele Punkte zu vergeben, wir sind immer noch im Prozess, immer noch Dinge, die wir deutlich besser machen können und deshalb ja, gehen wir da positiv und mit auch einer guten Atmosphäre, speziell jetzt in den letzten Tagen, habe ich gemerkt, dass wir einfach wieder positiver wurden, dass die Jungs auch gemerkt haben, okay, es geht weiter und es wird auch weitergehen und deshalb bin ich sehr, sehr positiv gestimmt und meine Spieler auch. Als nächstes hat sich Andreas Hart vom Hamburger Abendblatt gemeldet, das ist hier vorne in der ersten Reihe. Danke, ich würde da gerne nochmal weiter drauf eingehen, auf die Frage. Es ging ja im ganzen Build-up auf dieses Derby zu und das ist jetzt vorbei und mit einem unglücklichen Ausgang. Da stellt man sich ja vor, dass dann auch so ein bisschen was zusammenfällt. Du hast gesagt, die Köpfe wieder aufrichten, das verarbeiten. Wie genau habt ihr das gemacht? Was habt ihr den Spielern erzählt? Wie schafft ihr es, die Restmotivation für die restlichen Spiele aufzubauen? Was sind die neuen Ziele, die ihr möglicherweise in der Mannschaft auch definiert habt? Neue Ziele haben wir erstmal nicht entwickelt, weil auch davor unser Ziel war, jedes Spiel zu gewinnen. Und dieses Ziel wird weiterhin bestehen, jedes Spiel zu gewinnen. Und wie haben wir das gemacht? Also erstmal haben wir ein sehr stabiles Konstrukt. Und das haben wir uns aufgebaut. Und die Spieler sind auch extrem stabil im Kopf. Und deshalb werfen uns jetzt 2 Niederlagen am Stück und so ein bitterer Derby-Sieg wirft uns nicht um. Und
ich finde es ganz normal und auch menschlich, dass man danach mal 2 Tage enttäuscht ist. Und was wir dann gemacht haben, waren auch viele Einzelgespräche zu führen, auch Fehler klar angesprochen, aber genau auch das Positive rauszuziehen, weil es waren auch viele Dinge positiv, auch in den letzten 2 Spielen. Ich bin zwar niemand, der Niederlagen schön redet, aber definitiv waren da auch Dinge dabei, die sehr, sehr gut waren. Und deshalb weiß ich, dass wir ein sehr stabiles Konstrukt haben, weiß ich, dass wir eine Mannschaft haben, die zusammensteht, die jetzt erst recht zusammensteht, auch nach solchen Niederlagen beziehungsweise nach solchen Momenten, die auch dazugehören zu einem Prozess. Und deshalb ist es für mich jetzt wichtig, dass der Fokus, und das ist wichtig, nicht zu sehr in der Vergangenheit schwelgen, sondern jetzt den Fokus auf die Zukunft zu richten. Und die Zukunft ist Arminia Bielefeld und da erwartet uns ein schwerer Gegner, aber ich freue mich definitiv auf das Heimspiel hier zu Hause, wieder am Millerntor spielen zu können. Als nächstes ist Andreas Schorsch von der Bild-Zeitung. Ja, letztendlich will ich da auch nochmal in diese Richtung einhaken. Für die Kings als neuer Trainer vom FC St. Pauli bis zum Braunschweig-Spiel eigentlich immer nur bergauf. Jetzt hast du das erste Mal so eine Situation, dass es zweimal abgeknickt ist. Ist das für dich jetzt das schwerste Spiel für dich in deiner jungen Karriere? Jedes Spiel ist schwer für mich, also definitiv, weil ich weiß, dass jedes Spiel 50-50 ist und ich weiß, wo wir herkommen. Das habe ich immer wieder betont und unabhängig davon, ob wir jetzt 2 Spiele verloren haben oder 10 Spiele gewonnen, ich habe immer gesagt, dass wir uns in einem Prozess befinden und da gehören Niederlagen auch dazu. Und ich weiß, dass ich als Trainer nicht jedes Spiel gewinnen kann und auch für mich gehören Niederlagen dazu. Und auch ich werde einen Weg finden, damit umzugehen, auch wenn ich kein guter Verlierer bin, aber ich muss einen Weg finden, damit umzugehen und ich werde einen Weg finden, damit umzugehen. Und deshalb, ich lerne daraus in meiner noch jungen Trainerkarriere, aber ich weiß auch, damit umzugehen. Also jetzt nicht so, dass ich vollkommen hilflos bin und nicht weiß, was zu tun ist, sondern ich habe da einen klaren Plan auch, wie ich vorgehen will. Ich bin sehr klar in meiner Idee. Ich bin auch sehr transparent gegenüber den Spielern, wie ich das auch kommuniziere. Und deshalb, wie gesagt, es gibt nur schwere Spiele in der zweiten Liga. Deshalb ist es nicht das schwerste Spiel für mich. Noch eine Nachfrage dazu. Ja, dann wollte ich jetzt die Brücke schlagen zum Personal. Lead Paccarada haben wir jetzt am Montag, Dienstag nicht mit der Mannschaft gesehen. Eric Smith auch nicht. Kannst du uns da mal ein Update geben? Ist Lead spielfähig? Erik ist eh gesperrt. Ist sonst irgendjemand nicht spielfähig? Lead hat gestern wieder auf dem Platz trainiert, also Generaltraining gemacht und der wird heute wieder ins Training einsteigen und dementsprechend auch spielfähig sein. Und ansonsten Marcel Beifuß ist krank, da müssen wir noch abwarten, ob er es rechtzeitig schafft. Ansonsten sind alle an Bord, beziehungsweise die üblichen Verletzten sind natürlich noch verletzt. Nils Weber von der Hamburger Morgenpost. Ich wollte dich nochmal fragen, wie du jetzt eure Chancen noch nach oben einschätzt, also von der Wahrscheinlichkeitsrechnung her sind die ja nicht so hoch. Von der Wahrscheinlichkeitsrechnung war es aber auch nicht so hoch, dass ihr nach der Winterpause da überhaupt noch mal oben angreift. Jackson Irvine hat nach dem Heidenheim-Spiel gesagt, das Motto vorm Spiel war No Regrets. Sich danach nichts vorwerfen können. Ist oder könnte das auch ein Motto sein für die letzten Spiele, die ihr habt, dass ihr das am 34. Spieltag nicht machen müsst, wenn vielleicht jemand noch mal die Tür aufgemacht hat von denen oben? Ja, könnte ein Motto sein. Also definitiv. Ich bin jemand, der niemals aufgeben wird und auch meine Spieler sind das nicht und deshalb, solange es möglich ist, werden wir alles versuchen, alles investieren, aber trotzdem ist wichtig, dass wir da von Spiel zu Spiel denken, so wie wir das auch im Laufe der Rückrunde gemacht haben. Einmal hinten bitte, erstmal ganz hinten bei der Kamera. Moin Fabi, Elias hat unfassbar viel Schwung gebracht von der Bank im Stadtderby. Ihr habt ihn behutsam aufgebaut, viel in der Regionalliga noch spielen lassen. Wie siehst du seine Entwicklung bis jetzt bei euch und hat er auch die Chance jetzt vielleicht gegen Bielefeld auch auf mehr Einsatzzeiten noch? Elias hat genau wie die anderen Spieler auch einfach eine positive Entwicklung genommen. Hat sich verbessert, vor allem im Defensivverhalten, was mir auch sehr, sehr wichtig ist. Offensiv wissen wir, was er für eine Qualität bringt. Hat ein super 1 gegen 1. Ich glaube, er kann jedem Zweitliga-Verteidiger da Probleme bereiten, wenn er schafft, in offene Stellung zu kommen, wenn er schafft, in sein Tempo-Dribbling zu gehen mit seinen ja, sehr, sehr guten Bewegungen. Und deshalb bin ich sehr zufrieden mit seiner Entwicklung. Und
dadurch, dass er natürlich jetzt auch in den letzten Spielen zum Einsatz gekommen ist, zeigt das natürlich auch, dass wir ihm vertrauen, dass ich ihm vertraue und dass er sich das selbst verdient hat. Und deshalb, jeder, der im Kader ist, jeder, der gut trainiert, kann sich Chancen machen, länger zu spielen bei mir. Das war eben Dennis Plambeck von Hamburg 1. Entschuldigung, habe ich vergessen anzumoderieren. Dann hätten wir jetzt Sebastian Rieck vom Norddeutschen Rundfunk auch in der letzten Eile. Du hast eben schon angesprochen, dass ihr euch nichts vorwerfen wollt. Manchmal passiert es ja in Spielzeiten so, wenn zum Ende hin viel Abstand nach oben und unten ist, dass man das Gefühl hat, es trudelt so ein bisschen aus. Warum glaubst du, passiert das bei euch nicht? Und wie würdest du das verhindern, wenn du das Gefühl habt, dass der Rest so ein bisschen dahin plätschert? Die Gefahr besteht natürlich immer, das wissen wir auch, aber trotzdem, ich bin ein Trainer, gemeinsam mit meinem Trainerteam und meinem Staff wollen wir das vorleben und da muss ich auch vorangehen, dass wir sagen, okay, wir haben ja noch 5 Spiele zu gehen und es ist immer noch die Chance, wir hatten es gerade eben, wir haben immer noch die Chance, was zu erreichen und das muss in den Köpfen drin bleiben und ist auch in den Köpfen drin und deshalb, ja, versuchen wir penetrant zu bleiben weiterhin, wir werden die Spieler weiter maximal fordern, wir werden die Spieler weiterhin maximal gut vorbereiten auf die Spiele, wir werden nichts anderes machen, weil jedes Spiel ist einfach wichtig für uns, auch jedes Spiel ist für die Entwicklung wichtig, auch für die neue Saison, damit mit einer positiven Energie reinzugehen und deshalb, ja, sind wir da schon sehr, sehr klar, wie wir das angehen wollen. Ich werde auch sehr konsequent sein gegenüber den Spielern, also wenn ich merke, und das habe ich ihnen auch klar kommuniziert, wenn ich merke, dass irgendwie jemand da nur 3% nachlässt, dann werden wir da konsequent reingehen und das nicht zulassen, weil, wie gesagt, es ist nicht nur wichtig für den einzelnen Spielern, dass er jede Trainingseinheit mit 100% angeht, weil er kann sich immer verbessern. Es ist für die ganze Mannschaft wichtig, dass sie sich verbessert und natürlich auch für den Verein und definitiv sind wir das auch den Fans schuldig, ja, dass wir jedes Spiel maximal angehen und versuchen, mit der maximalen Ausbeute aus der Saison rauszugehen. Nochmal Sebastian Rieck. Ja, ich würde noch eine Nachfrage stellen. Was glaubst du denn, ist so bei einem Spieler der wichtigste eigene Antrieb nicht nachzulassen? Was ist so das, was einen hauptsächlich antreibt? Dadurch, dass jeder Spieler unterschiedlich ist, jeder Spieler einen unterschiedlichen Charakter hat, ist es wichtig, da individuell auf jeden Einzelnen einzugehen, weil ich glaube nicht, dass jeder Spieler dasselbe Motiv hat, definitiv nicht. Aber was wichtig ist, ist Punkt 1, dass wir den Menschen sehen, also hinter dem Spieler, dass ich erkenne, okay, was braucht der Spieler jetzt, was braucht der Spieler von der Motivation und Punkt 2 ist natürlich, dass die Spieler untereinander sich auch gegenseitig fordern, ja auch sehr, sehr fordernd sind im Training, also wenn ich bewusst merke, mein Mitspieler, der lässt vielleicht ein bisschen schleifen, dass ich da auch dazwischen gehe und sage, komm jetzt, ja, mach jetzt mal mehr oder lass nicht schleifen. Das verlange ich auch von meinen Spielern, bewusst auch von den Führungsspielern. Und dann der dritte Punkt ist, wie ich schon gesagt habe, ist von uns als Trainerteam, dass wir da auch vorne weggehen. Also ich kann nicht von meinen Spielern irgendwas verlangen, was ich nicht selbst als Trainer vorlebe. Und ich werde vorleben, professionell zu sein, ich werde vorleben, jedes Spiel gewinnen zu wollen. Und das ist mein Anspruch und das ist auch der Anspruch von meinem Staff, von meinem Trainerteam. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass sich das auf die Mannschaft überträgt. Nils Weber von der Mopo nochmal. Gibt es irgendwie Gedanken oder Pläne von dir jetzt im Saisonendsport, vielleicht auch anderen Spielern, die jetzt nicht so viel gespielt haben in den letzten Wochen, Einsatzzeit zu geben? Oder ist das genau der falsche Ansatz, weil das ist ja auch ein schmaler Grat, dass das nicht vielleicht auch ein falsches Signal nach innen sendet, weil dann irgendwie was anders ist als vorher. Ich werde die Spiele so vorbereiten und die Mannschaft so zusammenstellen, wie davor auch. Also ich will jedes Spiel gewinnen. Und wenn es dann dazu kommt, dass ein Spieler, der vielleicht länger nicht gespielt hat, in der Startelf steht, dann steht er dann in der Startelf, weil ich sage, okay, der wird uns maximalen Erfolg bringen. Und ich werde jetzt nicht schauen, dass irgendein Spieler jetzt zum Ende der Saison wieder mehr Einsatzzeit bekommt, weil er davor keine Einsatzzeit bekommen hat. Also darauf werde ich keine Rücksicht nehmen, sondern wir sind im Leistungssport, da geht es um Ergebnisse. Und wir versuchen, die Mannschaft so zusammenzustellen, dass wir die maximal guten Ergebnisse bekommen. Andreas Schorsch von der Bild-Zeitung hier vorne. Ja, wir haben noch gar nicht über das taktische System von Arminia Bielefeld gesprochen. Nein, ganz einfache Frage. Was machst du, wenn Jani Serra reinkommt? Wenn Jani Serra reinkommt, dann verteidigen wir Jani Serra gemeinsam. Ja, Jani Serra ist ein ähnlicher Spielertyp wie Klos, auch ein guter Wandspieler, hat auch im Hinspiel ein super Kopfballtor
gegen uns gemacht, wo er sich gut im Rücken bewegt. Wir wissen, dass er in der Box sehr, sehr gut ist, dass sie auf viele Flanken schlagen werden, nicht nur auf Serra, sondern auch auf Klos. Und deshalb werden wir versuchen, ihn gemeinsam zu verteidigen. Gibt es vielleicht von den Schülerinnen eine Frage an unseren Cheftrainer? Nein, dann könnt ihr euch überlegen, sonst gebe ich nochmal an Sebastian. Hattest du dich nochmal gemeldet? Sebastian Rieck vom NDR hinten, letzte Reihe. Danke, ja, ich wollte eben nicht nochmal nachhaken, aber wenn du sagst, jeder ist unterschiedlich, was ist denn bei dir? Was treibt dich denn an? Was ist bei dir der Hauptmotor, nicht nachzulassen und Gas zu geben? Ich bin so ehrgeizig, dass ich das gar nicht hinterfrage. Also ich gehe wirklich in jedes Spiel, dass ich jedes Spiel gewinnen will. Und das habe ich von Anfang an gemacht und diese DNA versuche ich auch jedem Spieler von uns einzuimpfen, auch der ganzen Mannschaft einzuimpfen. Und ihn auch irgendwie dazu betonen, dass auch für ihre Entwicklung das einfach wichtig ist, die Spieler maximal anzugehen. Und deshalb ist es so wichtig, ich sage mal leading by example, ja, dass ich da vorne weggehe und mich muss niemand motivieren. Also ich kann mich selbst motivieren. Ich weiß, dass ich einfach einen inneren Ehrgeiz habe, jedes Spiel zu gewinnen. Und deshalb brauche ich gar keine externe Motivation oder irgendwas anderes, um mich zu motivieren, sondern es kommt alles intrinsisch von innen heraus. Dennis Plumberg von Hamburg 1, hinten an der Kamera, hinten links. Bei Bielefeld hatte man unter Uwe Koschinat ja eigentlich das Gefühl, dass sie unten aus dem Gröbsten vielleicht schon raus waren. Dann kam jetzt irgendwie der letzte Spieltag und sie sind wieder mittendrin. Wie erwartest du Bielefeld jetzt am Sonnabend und was zeichnet die Mannschaft vielleicht auch unter Uwe Koschinat jetzt aus? Ja, die Mannschaft spielt mit einer unheimlichen Energie. Die Mannschaft spielt, oder man sieht es von außen, dass wir wirklich ein Team sind, dass der Trainer da auch wirklich was bewirkt hat, definitiv. Ich glaube trotzdem, dass sie jetzt nicht zu uns kommen und Offensivfußball spielen werden, sondern sich eher damit befassen werden, lange die Null zu halten, dann natürlich immer wieder gut umschalten zu können. Sie haben einen langen Einwurf, sie haben gute Standards und deshalb versuchen wir, eher uns darauf vorzubereiten, Lösungen mit dem Ball gegen tiefstehenden Gegner zu finden. Andreas Hart vom Hamburger Abendblatt, erste Reihe. Ich wollte nochmal auf die Verarbeitung dieser Niederlage jetzt in der vergangenen Woche eingehen. Du hast es gesagt, viele Einzelgespräche vorleben, auf die Spieler eingehen. Sind das Strategien, die du jetzt auch aktuell gelernt hast in dem Pro-Lehrgang? Wird solche Dinge dort auch besprochen, euch Strategien an Hand gegeben oder hast du dir da möglicherweise auch externe Unterstützung geholt, wie man mit solchen Situationen umgeht? Also der Fußballlehrer bereitet einen definitiv auch auf solche Szenarien vor. Nur das Wichtigste ist in der Situation nicht versuchen, irgendwelche Methoden anzuwenden oder irgendwas künstlich zu machen, sondern das Wichtigste ist, Mensch zu bleiben und authentisch zu bleiben. Und die Spieler checken das relativ schnell, wenn du versuchst, irgendwas künstlich zu machen oder irgendwas bewirken zu wollen, was du davon noch nicht gemacht hast. Und deshalb gilt für mich ganz klar, authentisch zu sein, Vorbild zu sein, Dinge vorzuleben, die ich auch von den Spielern einfordere. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste in der Situation. Gibt es weitere Fragen? Andreas George von der Bild-Zeitung. Ja, vom letzten Heimspiel wurde diese Frage nicht gestellt und deswegen stelle ich sie jetzt nochmal. Hast du irgendwelche besonderen Abläufe jetzt noch bis zum Spiel oder ganz normal Training, Heimschlaf, Treffen, Tageshotel etc.? Der Ablauf wird gleich bleiben. Heute Training, morgen Training und dann werden wir uns am Samstag am Millantor treffen, werden dann gemeinsam zum Brunch ins Hotel fahren, Besprechung, Spaziergang und dann wieder zurück zum Stadion und dann hoffentlich ein erfolgreiches Heimspiel bestreiten. Okay, dann bedanke ich mich sehr herzlich für eure Fragen und für euer Erscheinen. Wir sehen uns in der kommenden Woche wieder bei der Pressekonferenz hier vor dem Auswärtsspiel bei Darmstadt 98. Bleibt gesund und auf ein erfolgreiches Wochenende. Bis dann, tschüss.